sehr geehrten Damen und Herren, zum 13. Mal innerhalb von 25 Jahren haben wir heute den Tag der Selbsthilfe. Jemand hat einmal gesagt, 3 Minuten Selbsthilfe sind besser als 3 Wochen Selbstmitleid. Wir sind hier von der Stotterer Selbsthilfegruppe. Also die Ursache ist ein neurologisches Problem. Es betrifft ungefähr so 1% der Bevölkerung. Wir haben so verschiedene Projekte. Wir haben jetzt Ende August haben wir einen Logopäden aus Leipzig hier, der bei uns einen Vortrag und nochmal ein Seminar macht. Ja. Und Ende Oktober halten wir ein Seminar ab über das Thema Stottern am Arbeitsplatz. Wenn Sie noch Infos für Stottern unter Arbeit haben wollen, dann könnte ich Ihnen den Flyer mitgeben. Und allgemein ist immer dieser hier sehr gut. Ich habe mit verschiedenen Menschen mit Behinderung zu tun und habe einfach gelernt, dass wir unterschiedlich kommunizieren. Und ja, das finde ich, braucht manchmal Geduld, aber ich finde, man lernt auch sehr viel davon. Weil man merkt, dass man kommt mit den Menschen an den Ständen ins Gespräch. Man hat vielleicht auch mal einen Kontakt zu einer Gruppe, die man noch nicht kennt, lernt etwas Neues dazu über eine Beeinträchtigung oder Behinderung und trifft unheimlich viele nette, engagierte Menschen. Wenn ich eine Beeinträchtigung habe, ist immer die Frage, wie gehe ich dann in bestimmten Berufsfeldern damit um? Ich glaube, ich kann für sehr viel eine Lösung finden. Ich würde mich fragen, ob jemand, der stottert, oder ob jeder, der stottert, gerne in einem Bereich arbeiten möchte, wo er immer ganz viel sprechen muss. Das ist, glaube ich, für Einzelne schwierig. Aber da meine ich, da sollte jeder Mensch für sich auch schauen. Erstmal würde ich das nicht einschränken wollen. Das stimmt. Wir haben in unserem Umkreis einen älteren Menschen, der stottert, und zwar so stark, dass man sich gar nicht mit ihm unterhalten kann. Und er zieht sich auch ganz zurück. Also wir müssen ihn schon ansprechen und sagen, komm, du gehörst zu uns, das macht nichts. Und wir machen Sendungen für ältere Leute und nennen uns die Herbstzeitlosen. Und uns ist die Idee gekommen, wir könnten ja mal eine Sendung machen, in der wir alle Selbsthilfegruppen vorstellen. Wann das jetzt nun was wird und wann der Termin ist, das können wir noch nicht sagen, da sprechen noch andere mit. Ja, also die meisten Passanten haben halt gefragt, was so das Problem eigentlich ist, wo so die Ursachen liegen. Und welche Frage auch sehr häufig kam, ist, wie man damit umgeht. Ne, sowohl im persönlichen Umfeld als auch am Arbeitsplatz. Es erzählte eine Mutter, dass sie zu Hause auch einen Sohn hätte, der auch schon seit Jahren in logopädischer Behandlung ist. Dann war eine Dame da, die einen stotternden Arbeitskollegen hat und sich deswegen informieren wollte. Und dann hatten wir auch noch einen Musiker da, der in seiner Band jemanden hat, der auch stottert, und der wollte da sehr, sehr genau wissen, wie er damit am besten umgeht. Denn es ist unheimlich wichtig, dass wir uns hier präsentieren, nicht nur aus Gründen, um neue Mitglieder zu gewinnen, sondern auch vornehmlich, um überhaupt auf das Thema Stottern aufmerksam zu machen und die Bevölkerung dafür auch zu sensibilisieren. Thank you.